Himmelsdrachen. Es ist ein klarer, sonniger Tag. Familie Wutz macht einen Ausflug in den Park. Peppa und Schorsch wollen einen Drachen steigen lassen. Schorsch will es als erster versuchen. Schorsch läuft so schnell er kann. Aber der Drachen fliegt nicht. Schorsch, du machst das ja ganz falsch. Du warst nicht schnell genug. Und jetzt bin ich dran. Peppa rennt so schnell sie kann. Aber der Drachen will immer noch nicht fliegen. Der Drachen fliegt nicht, wenn kein Wind weht. Egal, wie schnell ihr lauft. Oh. Da müssen wir wohl warten, bis ein bisschen Wind aufkommt. Oh. Schaut mal, der Wind ist endlich da. Jetzt kann der Drachen fliegen. Der Wind wird immer stärker. Der Wind weht jetzt wirklich sehr stark. Schorsch! Peppa! Danke, Papa. Jetzt ist Papa Wutz dran. Hurra! Hör, hör! Papa Wutz ist sehr gut im Drachen steigen lassen. Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann. Pass lieber auf die Bäume auf. Der Drachen könnte sich verfangen. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Oh je, der Drachen hängt im Baum fest. Oho. Keine Sorge, Schorsch. Papa holt den Drachen wieder runter. Hurra! Ja. Vorsicht, da ist eine Matschepfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja? Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig! Nur noch ein bisschen weiter, Papa. Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast. Unsinn! Ich weiß genau, wie schwer ich bin. Ha. Hurra! Papa Wutz hat den Drachen befreit. Oh je, was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt. Und der Drachen ist auch heil. Hurra! Mama, können wir jetzt nicht doch in der Matschepampe rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht. Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden. Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht. Oh. Peppa und Schorsch lieben Matschepfützen. Und Mama und Papa genauso. Was für ein schöner Tag. Matschepfützen machen mindestens genauso viel Spaß, wie einen Drachen steigen zu lassen. Kleine Wesen. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz bei der Gemüseernte. Peppa, hier ist ein Salat. Dankeschön, Opa. Oh, was ist denn das? Uah, da sitzt ein scheußliches Monster mittendrin. Monster. Hoho, das ist doch kein Monster. Das ist bloß eine kleine Schnecke. Oh,
Wohin ist sie verschwunden? Sie versteckt sich im Schneckenhaus. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Hoho, nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat auf. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken, wir sind freche Schnecken. Überraschung! Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Oh. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Kommt doch mal her. Was ist das für ein Gesumm? Es kommt hier aus dem kleinen Haus. Du Opa, warum kommt hier aus dem Puppenhaus dieses komisch summende Geräusch? Das ist kein Puppenhaus, Peppa. Es ist ein Bienenhaus, genannt Bienenstock. Oh. Seht mal, hier kommt eine. Was will sie denn nur? Sie sammelt den Nektar aus den Blüten und fliegt dann zum Bienenstock, um Honig daraus zu machen. Hm, ich liebe Honig. Wollen wir Biene spielen? Summ, summ, summ. Ja, wir sind Bienen. Summ, 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 summ. Fein, welch fleißige Bienchen. Genau, wir sind fleißige Bienen. Und jetzt fliegen wir zum Bienenstock zurück und machen Honig. Gütiger Himmel, was ist denn hier los? Omi, wir sind fleißige Bienen. Bzzz. Ah, mögen die fleißigen Bienchen Toast? Ja, bitte. Was mögt ihr denn gern auf euren Toast? Honig. Ihr habt Glück, genau das habe ich gemacht. Toast mit Honig. Hurra! Ich bin gerne eine Biene, weil sie dauernd leckeren Honig essen. Ich bin gerne eine Schnecke. Sie essen Opas ganzen Blattsalat. Oh! Oh! Du frecher Schlingel! Ho, 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 ho. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Das Sportfest. Heute ist das große Sportfest. Peppa und ihre Freunde sind auch da. Alle Kinder, bitte an den Start kommen. Alle müssen so schnell rennen, wie sie können.
Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich renne schneller als du. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich schaffe mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Und ich mindestens 1 Million Kilometer pro Stunde. Peppa, Luzi, nicht reden. Lauf. Oh. Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Schneller, schneller, noch schneller! Luisa Löffel hat gewonnen. Und Peppa und Luzi sind die Letzten. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Hurra! Dankeschön. Eigentlich hätte ich gewonnen, wenn du nicht immer geredet hättest, Luzi. Na, na, Peppa. Vergiss nicht, nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Ja, Papa. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell, wie du kannst. Und dann spring so weit, wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze. Fertig, los! Schorsch ist gesprungen, soweit er konnte. Und jetzt ist Linus Löffel dran. Wenn Linus nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus Löffel, auf die Plätze. Fertig, los! Linus Löffel ist weiter gesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus Löffel. Hurra! Schorsch, vergiss nicht. Nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Als nächstes kommt der Staffellauf. Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich. Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junger Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbau. Aber ich komme noch an meine Zehen. Beinahe. Schon klar, Papa. Aber bitte renn so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los! Schneller, Papa! Schneller! Papa Wutz führt. Schneller, Papa! Danke, Papa. Das war sehr gut. Jetzt muss ich die Staffel nehmen. Peppa, nicht reden! Lauf! Oh! Der Sieger ist Emily Elefant. Oh, Papa. Ich habe noch keinen Preis gekriegt. Keine Sorge, Peppa. Ein Wettkampf kommt noch. Und jetzt zum letzten Wettkampf des Tages. Tauziehen. Jungen gegen Mädchen. Wenn ich los sage, zieht ihr so fest am Seil, wie ihr könnt. Die Mädchen gewinnen. Werden sie nicht. Die Jungs gewinnen. Auf die Plätze, fertig, los. Fester, Jungs. Kommt schon, zieht. Fester, Mädchen. Zieht. Ich ziehe doch. Alle ziehen so fest, dass das Seil reißt. Oh. Das Ergebnis ist unentschieden. Beide Mannschaften haben gewonnen. Hurra! Ich liebe das große Sportfest. Besonders, wenn ich einen Preis gewonnen habe. Papa wird fit. Mama Wutz guckt ein Fitnessprogramm im Fernsehen. Und weiter, so ist es gut. Beugen, strecken. Beugen, strecken. Ah, ich liebe Fernsehen. Was guckst du, Mama Wutz? Das ist eine Sendung mit Gymnastikübungen, um fit zu bleiben. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck so. Das ist leicht.
Papa, hör auf, so zu tun, als könntest du das nicht. Ich tue aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa, das ist aber nicht sehr gut. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh, na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins. Zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa. Du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins. Zwei. Drei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich geh mal nachsehen. 13. 14. 15, 16, 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Radfahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa. Ich weiß. Tschüss. Das ist kinderleicht. Fit zu werden ist ganz schön anstrengend. Jetzt werde ich fit, ohne dass ich treten muss. Papa Wutz fährt sehr schnell. Oh, ich sollte langsamer fahren. Die Bremsen bremsen nicht genug. Hilfe! Papa Wutz ist schon lange Zeit weg. Mama, wo bleibt Papa denn? Keine Sorge, Peppa. Papa hat bestimmt großen Spaß, wenn er so lange fortbleibt. Papa, wo warst du denn? Ich bin den ganzen Hügel runtergesaust und hinterher musste ich alles wieder hochschieben. Oh, armer Papa Wutz. Na ja, wenigstens habe ich trainiert. Ja, heute schon. Wie meinst du das? Morgen machst du weiter mit dem Training. Was? Papa, um fit zu werden, musst du jeden Tag trainieren. Auweia. Keine Sorge, Papa. Ich bin doch deine Trainerin. Ja, das bist du allerdings. Spiele mit dem Ball. Peppa und George können den Tuin spielen mit dem Ball. Juppie! George gooit den Ball in de lucht, so hoog als hij kan, en hij vangt hem. Dat kan ik ook. Kijk. Wee! Oh! Peppa heeft de bal gemist. Dit is een stom spel, zeg. Daar komt Peppa's beste vriendin Suzie Schaap aan. Suzie heeft twee tennisrackets bij zich. Hallo, Peppa. Hallo, Suzie. Laten we tennissen. Ja, dat klinkt leuk. Komt-ie, Suzie. Oh! Suzie heeft de bal gemist. Oh! Nu heeft Peppa de bal gemist. Peppa en Suzie zijn dol op tennissen. Maar George voelt zich een beetje buitengesloten. Oh, sorry, George.
kan niet mee tennissen. We hebben maar 2 tennisrackets. Ik weet wat. George kan de ballenjongen zijn. Ja, dat is heel erg belangrijk werk. George wil graag de ballenjongen zijn. Hij moet de bal ophalen als die te ver gaat. Komt-ie, Suzy. Oh, gemist. Ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Oh, ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Ballenjongen! Oh nee, George vindt dit spelletje toch niet zo leuk. Daar zijn Henkie hond, Pedro pony, Kaatje kat, Kelly konijn en Karel konijn. Hallo allemaal! Hallo! Wij zijn aan het tennissen. Mogen wij ook meedoen? Maar er zijn niet genoeg rackets. Aww. Laten we iets anders spelen. Zullen we gaan voetballen? Ja, ja, voetballen! Jongens tegen de meisjes. Elk team heeft een keeper nodig. Ik! Pedro Pony en Kelly Konijn gaan snel op doel staan. Wij trappen af. Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. De jongens gaan winnen. Dat is niet eerlijk. We waren nog niet klaar. Hé, hey, je speelt vals. Je mag de bal niet vasthouden. Jawel, ik wel. Ik ben namelijk de keeper. Zet hem op, Kelly. Scoren! Doelpunt. Hoera! Dit doelpunt is afgekeurd. Nee, mooi niet. Ja, mooi wel, hoor. Nee, mooi niet. Wat een hoop lawaai maken jullie. Papa, de jongens spelen vals. Nee, de meisjes spelen vals. Volgens mij hebben jullie een scheidsrechter nodig. Wat is een scheidsrechter? Dat is iemand die erop let of iedereen wel eerlijk speelt. Ik ben de scheidsrechter wel! Stop! Ik ben de scheidsrechter. Het eerste team dat nu scoort, heeft gewonnen. Hoera! Waar is de bal? Snel, maak een doelpunt! Doe iets! Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. Hoera! Wij hebben gewonnen! Aww. Voetbal is een stom spelletje. Wacht eens even. De jongens hebben in hun eigen doel geschoten. En dus hebben jullie gewonnen. Echt waar? Hoera! Wat is voetbal leuk, zeg!